Hallo und herzlich willkommen zu Teil 1 meines neuen Let's Plays von Siberia The World Before. Das Video entstammt einer Streaming-Session auf Twitch. Ich habe Unnötiges entfernt und das Ganze sinnvoll gekürzt. Jede Folge soll ungefähr 40 bis 50 Minuten lang werden. Ich nehme aber in der Regel mehrere Folgen am Stück auf. Außerdem füge ich Kapitel hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube über den Kapitel-Button im Player. Siberia The World Before ist ein 3D Point-and-Click-Adventure von 2021 und die Fortsetzung der Siberia-Reihe von Benoit Sokal, in der es bereits drei Titel gibt. Ich freue mich über eure Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Ich kann vielleicht zwei, drei Worte sagen, warum ich das Spiel ausgewählt habe. Ich habe ja schon andere Adventures hier gespielt, zum Beispiel Loom in einer Session, aber auch gerade so Retro-Spiele wie The Longest Journey. Das hat relativ lange gedauert, das durchzuspielen und ja, auch so ein bisschen angespielt, wie zum Beispiel Star Trek 25th Anniversary, das Adventure. Und Siberia ist eine Reihe von Microsoft Software, die schon drei Teile hat von diesem hier. Das ist also der vierte Eintrag in der Reihe. Und der Schöpfer von Siberia, Benoit Sokal, ist auch, glaube ich, noch vor Veröffentlichung dieses letzten Teils verstorben. Von daher gibt es die sozusagen runde Geschichte wahrscheinlich dann demnächst nicht mehr. Weiß man nicht, ob es nochmal jemand weitererzählt. Aber das besteht aus vier Adventures und die ersten drei davon habe ich zumindest gespielt. Die ersten beiden habe ich auch durchgespielt. Das waren noch relativ auch technisch so klassische Point-and-Click-Adventures. Das dritte ist schon ein bisschen mehr, also ist auch 3D und so, aktualisierte Grafik, aber dann doch ein bisschen, ja, auch ein bisschen mehr modernisiert, würde ich sagen, im Vergleich zu den anderen beiden Teilen. Und das hier ist eine Fortsetzung eben davon. Es ist 3D-grafisch sehr, denke ich, gut gelungen, anspruchsvoll gemacht. Und trotzdem aber, glaube ich, klassisches Point-and-Click-Adventure-Feeling mit viel Gesprächen mit Charakteren, sehr viel auch Rätsel. Und ja, es geht schon auch darum, sich in die Stimmung, in die Welt ein bisschen fallen zu lassen. Genau, ich mache das jetzt als Stream, aber primär wieder, um es aufzuzeichnen und dann in einzelnen Folgen auf meinen Kanal zu stellen. Das ist sozusagen das Ziel. Wahrscheinlich wird es so sein, dass ich wieder mehrere Sessions mache und diese Sessions dann aber nochmal kleiner in einzelne Folgen unterteile. Ich denke, so zum Einstieg, ich weiß gar nicht, ob man das hier im Spiel sieht. Ah ja, es gibt nämlich ein Einstiegsvideo. Das glaube ich nicht ganz schlecht ist, um sich mal so ein bisschen in die Thematik reinzufuchsen. Denn wie gesagt, da sind schon drei Spiele entstanden, deren Geschichte durchaus auch hier die Vorgeschichte relevant macht. Deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, dass man sich das vorher mal anguckt, und das machen wir. Und dann steigen wir einfach direkt ins Spiel ein und gucken uns die neue Geschichte an. I imagine you are aware of the business that brings me here. My name is Kate, Kate Walker. My company is in charge of negotiations for the takeover of this factory. I'm afraid that the sale of the Vorarlberg factory is not as straightforward as it first seemed. There is an heir, Miss Walker. Where can I reach him? Hans Vorarlberg is somewhere in Siberia. Allow me to introduce myself. I am Model XC-2000. My common name is Oster. You said you were a train engineer? What do you think you're doing, Kate? I wanted updates. I wanted results. Kate, please! Olivia, tell me what's going on.
well aware that this trip has taken me far from New York and far from the Kate you once knew. Are you leaving us, Kate Walker? And you know what surprises me the most? I don't miss it. Take me to Siberia, Kate Walker. I promise, Hans Wahlberg. What news have you got? Kate Walker's gone, far away, into another world. It was really a beautiful voyage. Now it is time to say goodbye. Oscar! I'm afraid she's too far gone. We're losing her. She ain't gonna be coming back. Three months ago, Nomaz found her dying in northern Siberia. Born in New York in the United States. Walker. Kate Walker. She is very quickly going to become a problem. Kate Walker will always represent a problem for us, and also for our cause. How did I end up here? We Yukos migrate with our snow ostriches to the sacred lands. Miss Walker, the Justice Department is looking for you, you know. I'm not going back to New York with you. Doctor! It's a long journey, a very special journey. No! So, ich habe das Spiel jetzt ja schon seit Juli, glaube ich, rumliegen und wollte das immer mal spielen, aber dann habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich ein Spiel. Das würde ich dann doch gerne streamen. Und das habe ich auch nicht geschafft. Und jetzt komme ich mal dazu. Genau, dann hauen wir uns mal hier in die erste Szene rein. Es geht mit so einem kleinen Prolog los. Geht so den ersten... Ja, die erste... Den ersten Ort in dem Spiel kennenlernen. Ich hoffe, das Audio ist einigermaßen gut ausgepegelt. Für die Aufnahme nehme ich es wieder separat auf. Aber im Stream könnte es sein, dass ich ein bisschen nachjustieren muss. Was man hier halt schon sieht, das Spiel irgendwie so im zweite Hälfte des, oder vielleicht so Mitte des 20. Jahrhunderts, aber diese Automaten und diese Maschinen, das hat mehr so ein Steampunk-Vibe. Erste Hälfte, 20. Jahrhundert offensichtlich. Gut, dass man hier doch den ein oder anderen Hinweis bekommt. Ja, da sind wir schon im Spiel.
Ich muss mich beeilen. Frau Beckmann sagte, sie wartet auf dem Platz am Ende der Hauptstraße auf mich. Ja, also von der Steuerung. Ah, da sieht man wieder einen schönen, aber unerwünschten Pfeil. Warum? An dem? Den sollte man nicht sehen. Jetzt sieht man ihn nicht mehr. Heute ist der große Tag, was, Dana? Ich fürchte ja, Herr Baumgartner. Ja, und im Grunde ist es ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Man kann hier also überall hinklicken und der Charakter läuft dahin. Hin und wieder passieren auch irgendwie Dinge, wo man auf Objekte oder Menschen klicken kann. Zum Beispiel hier. Und dann kann man in der Regel mit der linken und der rechten Maustaste unterschiedliche Aktionen auslösen. Und ich kann doppelklicken, um mich schneller zu bewegen, falls es mir zu lang ist. Offenbar sind alle eilig aufgebrochen. Oh mein Gott, sie warten wohl alle auf dem Platz auf mich. Im Verlauf Ihres Abenteuers erhalten Sie gelegentlich Nebenziele. Sie müssen diese Ziele nicht erfüllen. Tun Sie es jedoch, führen Sie sich zu interessanten in Zusatzinhalten und Hintergrundinformationen. Ja, das ist gut zu wissen. Das ist mir tatsächlich beim Anspielen auch schon aufgefallen. Achso. Da soll ich nämlich jetzt noch das Ghetto untersuchen. Und hier sieht man auch in der Übersicht die ganzen Ziele, die man hat, inklusive der Nebenziele. Wir haben jetzt also das Hauptziel, auf den Marktplatz zu gehen, und das Nebenziel. Nun ja, das ist dann hier jetzt ein bisschen Erkenntnis über die Gegend zu gewinnen. Gute Güte, ein Stein? Oh nein, Vandalen. Alles in Ordnung? Das ist nicht der Rede wert. Was mich sorgt, es wird täglich schlimmer. Das sagt mein Vater auch. Nun ja, man muss immer das Positive sehen. Wenigstens kann ich jetzt ein paar Reparaturen durchführen, die ich schon länger aufschiebe. Wissen Sie, wer das getan hat? Ich habe so eine Ahnung. Verbrecherische Taugenichts. Ich verstehe, aber Sie fühlen sich nur groß und stark, wenn Sie zu mehreren sind. Stimmt. Doch sind solche Leute gefährlich, wenn sie von einer Ideologie angetrieben werden. Besonders, wenn diese auf Hass und der Ablehnung anderer Kulturen basiert. Und sie haben für Vageraner nichts übrig, so viel ist sicher. Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, hier auszuwählen. Meine Eltern und ich sind Vageraner. Nun, in diesem Fall wünsche ich Ihnen alles Gute. Schwierige Zeiten sind das, junge Dame. Für Leute wie uns. Genug von dieser Trübsal. Ah, ich sehe, Sie haben da einen hübschen Instrumentenkoffer bei sich. Sind Sie die glückliche junge Dame, die dieses Jahr unsere Ohren bezaubern wird? Stimmt. Und ich muss los. Es ist schon Zeit. Nun, dann lassen Sie mich Ihnen als Erster gratulieren. Musik ist eines der wenigen Vergnügen, die uns heute geblieben sind. Also, ich danke Ihnen, Fräulein. Danke, dass Sie sie lebendig halten. Würden Sie mir die Ehre erweisen, etwas in den Zement zu schreiben, bevor Sie gehen? Ich schreibe das Datum dazu, wie Sie es in Hollywood machen. Das ist heutzutage der letzte Schrei, wissen Sie? Also ich. Oder fürchten Sie, dass Sie dann zu spät kommen? In Ordnung. Ich tu's. Bitte sehr.
Ah, perfekt. Ein Bassschlüssel. Von der Hand einer angehenden Virtuosin gezeichnet. Sehr passend, wenn man bedenkt, was sie gleich auf dem Platz erwartet. Danke, mein Herr. Ich sollte jetzt wirklich gehen, wenn ich nicht zu spät zur Musikakademie kommen will. Ich höre von hier aus zu. Danke, auf Wiedersehen. Interessant. Wie kann er denn von da zuhören? So, wir haben die Nebenaufgabe noch nicht erfüllt, aber wir haben was über die Welt gelernt und ganz offensichtlich, obwohl es hier sich um eine fiktionale, im weitesten Sinne Welt handelt, gibt es auch Themen aus der Gegenwart, die aufgegriffen werden. Das Ghetto. Mama und Papa sprechen oft davon, wenn sie glauben, dass ich nicht zuhöre. Sie sagen, dass immer mehr Vagaraner gezwungen werden, hier zu leben. Wie auch immer, ich sollte hier nicht rumtrödeln, sonst komme ich noch zu spät zum Platz. Jetzt haben wir ein Nebenziel erreicht und können uns dem Hauptziel widmen. Ist es schon so spät? Frau Beckmann bringt mich um, wenn ich nicht pünktlich auf dem Platz erscheine. Dann mal husch. Naja, man kann offensichtlich der rechten Maustaste sich auch in der Szene ein bisschen umgucken. Ansonsten ist die Kameraführung ja relativ eingeschränkt. Und ich denke mal, das hier ist relativ offensichtlich, was hier angespielt wird. Diese verfluchten Vagaraner! Die Nationalsozialistische Partei von Ostertal. Ich glaube, das sind die, die Papa braune Schatten nennt. Laut ihm sind sie nichts als Halbstarke in Uniform. Hier bleibe ich besser nicht. Ja. So ein bisschen. Ich kann mich dunkel erinnern, das auch mal ausprobiert zu haben. Aber zum Glück gibt es hier keine rundenbasierten Kämpfe oder irgendwelche Kämpfe, soweit ich das sehen kann. Oh, hier ist nichts mehr. Nee, dann müssen wir wohl nur noch hier hingehen. Gute Güte. Die vorherigen Spiele haben sich in der Tat immer durch ihre recht aufwendig gerenderten Zwischensequenzen Guten Tag, Frau Beckmann. Ah, Fräulein Rose, da sind Sie ja. Noch ein paar Minuten so und Sie wäre zu spät gekommen. Zwischensequenzen und die Bitte Spieße, entschuldigen Sie, Frau Beckmann, ich wurde unterwegs aufgehalten. Dürfte ich Ihren Aufnahmebescheid haben? Ja, das ist schon recht aufwendig inszeniert. Ich weiß auch gar nicht, wie lang das ist. So, hoffentlich haben wir den jetzt auch. Das sind die Noten, die brauchen wir, glaube ich, aber das hier können der Richtige. Danke, Fräulein Rose. Also, denken Sie daran, beim jährlichen Frühjahrskonzert aufzutreten ist eine große Ehre und eine Belohnung für die beste Studentin der Musikakademie. Es ist sehr wichtig, dass Sie sich als würdig erweisen. Gebe mein Bestes, Frau Beckmann. Das Klavier steht bereit. Dieser Moment gehört Ihnen, Dana Rose. Das war definitiv auch eine der Szenen, die in der Demo schon drin waren. Ich glaube, so die ersten 30, 40 Minuten konnte man in der Demo auch schon anspielen. So, genau. Jetzt können wir hier nochmal lernen, dass wir die Kamera nutzen können. So. Hier irgendwo was drücken.
Alles ist bereit. Ich muss nur noch meine Noten herrichten und das war ja einfach. Jo. Und nicht noch irgendwas, was wir drücken können. Ist ein sehr schönes Modell. Das hier offensichtlich Platz im weitesten Sinne zu tun hat. Alles wird gut. Alles wird gut, Dana. Du wirst keine Fehler machen und sie werden aus dem Turm herauskommen. Na los, spielen Sie etwas! Ach du meine Güte, ich fang besser schnell an. Ja, dann legen wir mal die Noten hin. So, das war also der erste Teil, der Prolog, wenn man so will. Oder der erste Teil des Prologs, so muss man es glaube ich sagen. Und jetzt kommt der nächste. Oh.
noch ein bisschen Tutorial. Wir haben ein Tagebuch, da können wir Notizen nachlesen. Ich glaube, man kann auch die Dialoge und so weiter da exakt nachlesen. Und es gibt ein Icon dafür. Ja, das sind jetzt tatsächlich so ein bisschen Notizen aus dem vorhergehenden Film, glaube ich. Kate Walker, die ja bei einer Anwaltskanzlei gearbeitet hat in New York und eben seit einiger Zeit quasi nicht aufzufinden war. Und man hat nach ihr gesucht und das war auch Gegenstand, glaube ich, des letzten Spiels. Da kann man hier so ein bisschen nachvollziehen. Und Nick Kenton ist, glaube ich, ein Privatermittler, der auf uns angesetzt worden ist. Ich weiß gar nicht, ob ich in der letzten, also im letzten Spiel, weil ich das nicht durchgespielt habe, das irgendwie aufgelöst wird, wurde, wie auch immer. Und hier gibt es ja auch eine Hilfefunktion, wenn man eine gewisse Zeit nichts macht oder nicht das Richtige macht, dann kriegt man wohl einen Vorschlag. Genau, wir finden auch immer mal wieder irgendwelche Zettel oder so. Und wenn man die dann lesen will, dann kann man sich die hier angucken. Gott, noch ein Tag Schwerstarbeit. Was machst du jetzt bloß, Kate? Himmel, ich kann nicht glauben, dass es schon fast ein Jahr her ist, dass die Miliz mich hierher gebracht hat. Muss hier raus, muss weg. Wohin auch immer. Aber wie? Keine Nachrichten von draußen, nichts. Weiß überhaupt jemand von mir? Herrgott, irgendwer muss doch nach mir suchen, oder nicht? Irgendwer? Da sind also auch immer ein paar Momente eingestreut, die wirklich nur so eher Stimmung oder ja doch, eher der Stimmung dienen. Und vielleicht auch ein bisschen Feedback. Hallo. Mit dem Blickwinkel oder so. Ja, also wir können Dinge auch drehen. Katjuschas Punkband. Die hätte ich furchtbar gern mal gesehen. Also man sieht, das ist irgendwie so verknüpft mit der europäischen Geschichte. Die Sachen heißen nicht genau so und es gibt immer wieder Gegenden, die heißen, oder die gibt es so nicht, aber die erinnern an andere europäische Gegenden. Und es kommen dann eben schon auch bekannte Dichter oder bestimmte zeitgenössische Aspekte vor. Oh, hier ist sonst nichts.
Gut geschlafen? Wie ein Bär. Ja, habe ich gehört. Mach dich fertig, Katjuscha. Ich fühle mich, als wäre ein Panzer über mich drüber gefahren. Heute ist der Tag, an dem wir Stollen C von Team Orange übernehmen sollen, oder? Hör bloß auf. Da soll's echt hart sein. Isoliert und ohne Rettungsteam in der Nähe. Das ist völlig irre, weil der Stollen total einsturzgefährdet ist. Alles gut? Klar. 12 Stunden am Tag im Salzbergwerk graben, in der Hoffnung, ein Stück Elfenbein zu finden. Könnte nicht besser gehen. Lass dich nicht runterziehen. Vielleicht bin ich dumm, Kate. Vielleicht hatte meine Familie recht. Wenn ich wie eine brave kleine Bäuerin die Füße stillgehalten hätte, anstatt eine Punkband gegen das Establishment zu gründen, wäre ich jetzt nicht hier. Aber ich bin froh, dass ich dich habe. Hey, Katjuscha, wir kommen hier raus, okay? Sicher doch, wenn du das sagst. Wir sollten uns aufmachen, Katjuscha. Ich meine, was, wenn die Wache uns beim Rumtrödeln erwischt, wo wir doch bereit sein sollten? Wer? Simona? Sie ist keine Heilige, aber auch nicht die Schlimmste hier. Stimmt. Keine Sorge, ich bin gleich fertig. Ich will mich nur so lange wie möglich ausruhen. Komm schon, Katjuscha. Mach dich bereit. Klar, okay. Noch 5 Minuten, mehr nicht. Da? Da. Vergiss bloß nicht deinen Glücksbringer. Ich hab dich noch nie ohne ihn gesehen. Alles, was mir geblieben ist. Ja, das ist Oscars Herz. Das sagt mir sogar was, weil in dem ersten Spiel lernt man Oscar kennen. Das ist ein Automat, den Hans Vorarlberg gebaut hat und der uns dann in seinem Zug, glaube ich, im ersten und auch im zweiten Teil noch durch Europa fährt. Und darin sind alle Daten von Oscar enthalten. Ich hatte das Glück, es dem Soldaten entwenden zu können, der es von der Grenze zwischen Baranur und Jakastan mitgenommen hat. Ich muss nur einen passenden Körper dafür finden, falls ich jemals hier rauskomme. Ja, und im zweiten Teil stellt sich raus, dass Oscar nicht nur ein Automat ist, sondern quasi auch ein Exoskelett und er stellt sich dann sozusagen zur Verfügung oder er stirbt im weitesten Sinne, damit sein Schöpfer quasi noch seine Reise beenden kann, dem es gesundheitlich nicht gut geht. Und wir haben offensichtlich im letzten Spiel, das ich nicht durchgespielt habe, sein Herz, quasi ein Andenken, einen Rest von ihm bekommen, wo auch noch seine Daten drauf sind. Darin sind alle Daten von Oscar enthalten. Ich hatte das Glück, es dem Soldaten entwenden zu können, der es von der Grenze zwischen Baranur und Jakastan mitgenommen hat. Ich muss nur einen passenden Körper dafür finden, falls ich jemals hier rauskomme. Was haben wir denn da noch? Keine Sorge. Bis Simona auftaucht, bin ich fertig.
Bin froh, dass du hier bist. Bleiben wir zusammen, Katjuscha, okay? Team Blau! Hey, die Post ist da. Für dich, Amerikanska. Ja, gut zu wissen. Der 45-Minuten-Timer läuft. Danke. Nicht trödeln, klar? Du hast 5 Minuten, um nachzusehen, was da drin ist. Oder jemand weniger Freundliches holt euch ab. Aber das ist ja hier ein ganz guter Punkt. Da kann man tatsächlich mal unterbrechen und dann geht's quasi beim nächsten Mal weiter. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.